vielleicht die ganze Situation auf den Kopf stellst. Ich war jetzt 10 Tage in Brasilien. Ich könnte nicht sagen, ob die Bevölkerung mit Präsident Vargas zufrieden ist, auch wenn ich auf den ersten Blick diesen Eindruck habe. Aber ich bin nicht sicher, dass Hitler-Deutschland mit einer gemäßigten Regierung verreist. Tranquilo. Not for the dollar, ja, keine bitte sehr. Heute auf den Tag genau wird in Nürnberg der 8. Reichsparteitag eröffnet. Das weiß ich, Herr Brenning. Was ist Ihre Frage? Vor 10 Tagen, am 26. August, wurde bekannt gegeben, dass die Dienstpflicht für die gesamte Wehrmacht auf 2 Jahre erhöht wird. Man hat mit dieser Mitteilung bewusst das Ende der Olympischen Spiele abgewartet. Es lassen sich daraus gewisse Schlüsse ziehen. Das ist richtig. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Ich glaube, nur 2. Was Deutschland betrifft, sind